So. Schwachmaten, die hätten sich einfach ergeben sollen. Lässt sich nicht bewegen. Ein Bogen. Da komme ich wohl nicht rein. Da oben werde ich wohl nicht durchkommen. Hier kurz Quicksilver. Pilze, muss ehrlich sagen, sieht schön aus. Ich muss da lang. Gehe ich hier lang, dann hier hin und dann gehe ich noch kurz hier rum, weil es da noch was zu finden gibt. Soweit weiß ich noch. Da kommt hier meine kleinen Goblins, ich bringe dich alle um! Jawohl! So. Mal kurz hier lang gehen. So, weil es mich aufregt. Schloss knacken. Warte mal kurz. Was ist das? Noch eine Fähigkeit, die ich freigeschaltet habe. Kampfrausch. Ich muss mal genau durchlesen. Kampfrausch. Ihr erhaltet einen Bonus von 20% auf Nahkampfschaden, jedoch einen Malus von minus 42 auf Nahkampfrüstungswert. Die Wirkung hält für maximal 60 Sekunden an. Das mit mit weniger Rüstung, das ist irgendwie schon ein bisschen scheiße. Weil ich eigentlich von Rüstung angewiesen bin. So. Raus wollte ich das eigentlich nicht. Dann gehe ich schon mal zurück. Weil da gibt es eine Kiste, die ich öffnen muss. Die wir nicht öffnen konnten. Vielleicht können wir sie jetzt öffnen. Keine Musik mehr? Wo ist die Musik hin? So.
Okay, gibt's nichts zu finden. Was? Hab da hoch. Dann nochmal hoch. Hoch. Ich sagte, hoch. Jetzt. Gehen wir kurz die hier lang. Stimmt ja, hier gibt's ein Geheimversteck. Hab ich doch weitere Gegenstand für meine Sammlung. Den habe ich total vergessen. Apropos Rüstung. Echt, wo bin ich denn eigentlich? Sieht man das? Ach, Stufe 7 bin ich. So. Hübsch. Das haben wir schön. Wenn wir bis zum Endlevel, da kann ich meine Hose anziehen, meine bessere Hose. Ne, hier lang. Hier lang. Nee, warte mal. Wo war denn die Kiste? Ach, die war aber glaube ich am Eingang. Ja, da ist er. Okay. So richtig gelohnt hat sich es nicht, aber wenigstens etwas. So, nochmal Quicksave. Trümmertal Dorf. Ach so. Ah, ich musste wohl einen anderen noch so Portal finden, denke ich mal. Ich dachte, ich irgendwie zum Anklicken und hin teleportieren, aber anscheinend ist es nicht so. Aber das Spiel macht wirklich Spaß, muss ich sagen. So.
Quicksave. Du willst doch als Spiel immer sicher, wenn man quicksaved. Das mit dem Quicksaven habe ich gemerkt, nachdem ich bei Outcast, ja, ihr wisst doch, bei dem letzten Video. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich habe Yalmos getötet, hier ist seine Maske. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erledigt. Ein weiterer Gegenstand für meine Sam... Dieses Buch enthält das wenige Wissen, das die Menschen über die legendären Zauber Maxus noch haben. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie mit Fähigkeiten. Ach ja, stimmt, die Mühle. Wir haben doch jemanden, der in die Mühle jetzt Hilfe braucht. Und in der Mühle gibt es hier so eine Kiste, die ich öffnen muss. Hast du im Keller ja gesagt, da wo der Baum lebt. Endlich ist es soweit, Burt. Ihr hättet wissen müssen, dass die Gilde der Attentäter euch nicht vergisst. Welche Ausdauer die Gilde doch hat. Schon eure Großmutter hat versucht, mich aufzuspüren. Ihr wagt es, die große Penumbra zu beleidigen? Ihre Enkelin wollte die Sache schnell zu Ende bringen. Aber jetzt werdet ihr und das Mädchen leiden. Nein, ich flehe euch an, zeigt Erbarmen! Seid ihr nicht ein bisschen zu jung, um mit dem Messer zu spielen, Fräulein, halbstark? Was? Wer seid ihr, dass ihr so mit einer Attentäterin umspringt? Drachentöter, ihr kommt zur rechten Zeit. Bitte, jagt sie fort. Ein Drachentöter? Beeindruckend. Ich habe nicht vor, gegen euch zu kämpfen. Warum lasst ihr mich nicht einfach die Sache erledigen und danach reden wir weiter? Warum sollte ich zulassen, dass sie diese Menschen tötet? Weil es meine Pflicht ist. So wie ihr Drachen tötet. Und wir stören euch auch nicht dabei. Ihr vergleicht Äpfel mit Birnen. Ihr werdet, Boat, kein Haar krümmen. Dafür sorge ich. Ha, damit habt ihr nicht gerechnet, was? Für meine Hexe. Nein, aber keine Sorge, freches Gör. Ich kann mit Drachentötern umgehen. Macht nicht den Boden nass, wenn ihr gleich Zeuge eines grauenvollen Todes werdet, der euch auch ereilen wird. Ich könnte jetzt da vertragen. Ihr tötet mich nicht. Das war scharf. Das war haarscharf. Ich kann es nicht glauben. Wie kann ich euch nur jemals dafür danken? Führt ab jetzt ein glückliches Leben und ich bin zufrieden. Heldenhaft. Möge der Göttliche für immer über euch wachen. Na. Brauch Erfahrung. Was? Noch ein Ring? Kann ich zwei Ringe tragen? Alles ein Armreif, den ich vom Champion hab. So, Quicksave. So, gucken wir doch einfach mal, ob ich die geile Truhe jetzt aufkriege.
So, musst du gerade kurz einen Pop, den Popschutzzauber machen. Wahrscheinlich ein Haar, der mir gerade voll in die Nase gekitzelt hat, ey, das war gerade übelst ekelhaft. Boah. Hübsch. Der Drang der geringen Stärke. Naja, eigentlich so gesehen war es eigentlich nicht ganz nutzlos, weil Tränke sind sauteuer. Und die haben mir gerade ziemlich auf den Arsch gerettet, die Tränke. Quicksave, Baby! So. Der Priester muss noch einen Auftrag machen, Kopfgelder und... Ja. Hier fehlt mir eigentlich ein bisschen was ab. Nicht mal viel. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Hier ist ein Hebel. Was? Hübsch. Trank der geringen Stärke. Finde ich ziemlich oft. So wie die Goblins hier. Oh. Alter, ekelhaft. Was ist denn das? Sorry Leute, aber irgendwas hat mich gerade... Keine Ahnung. Was ist das? Ah, Wegpunkt, Schrein. Sehr nice. Was haben wir hier denn? Sagt mir das korrekte Wort und ihr dürft passieren. Wenn ich euch ganz, ganz lieb bitte, darf ich dann durch? Nett gemeint, aber falsch. Och man. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Hübsch. Wow. Wieso muss ich jetzt mal auch Ruinen oder alte Höhlen finden? Schlimm. Und ich kann jedes Mal nicht widerstehen, sie zu erkunden. Boah, ekelhaft. Oh, Skelette.
bin ich denn schon wieder reingeraten? Ich kann meine Nase einfach nicht aus Angelegenheit raushalten. Hallöchen. Sieht mal aus wie Nekromantie, mein Freund. Hey, wer seid ihr? Ich meine, willkommen. Ich vergebt mir. Hier tauchen nicht oft Besucher auf. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Die Dorfbewohner neigen dazu, mich wegen meines Berufes zu meiden. Ich bin Naberius, ein angehender Magier, der sich auf die Wiedererweckung der Toten spezialisiert hat. Also ein Nekromant. Nun ja, so könnte man es auch nennen. Ich persönlich mag diese Bezeichnung jedoch nicht allzu sehr. Die Nekromantie wird missverstanden und ist nicht nur ein Werkzeug verrückter Zauberer. Ich praktiziere diese Kunst auf eine Art und Weise, dass Abenteurer wie ihr davon profitieren können. Ich meine, jeder kann doch einen Gefährten gut gebrauchen, oder? Das ist sauber. Dragvir, das war es. Ist doch nur ein Lagerraum. Warum habe ich mir so ein schweres Kennwort ausgedacht? Okay. Erklärt mir, was Nekromantie mit Gefährten zu tun hat. Ich meinte damit, dass ich die Lehre der Nekromantie, der ich mich verschrieben habe, mit der Erschaffung von Kreaturen befasst. Wir nehmen die Gliedmaßen verschiedener toter Wesen und fügen sie zusammen, um dadurch den perfekten Gefährten zu erschaffen. Dieser Vorgang hat immer einen fallen Beigeschmack, grauenvoll Nekromantie. Nicht unbedingt, Drachentöter. Ich verwende nur Gliedmaßen von Kreaturen, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Und niemals von Menschen. Solltet ihr eure Meinung ändern, helfe ich euch gerne bei der Erschaffung einer Kreatur. Natürlich gibt es da, wie immer, ein kleines Problem. Ich kann die von mir erschaffenen Kreaturen einfach nicht unter Kontrolle halten. Sie sind wild und unberechenbar. 4 Experimente sind mir bis jetzt geglückt, aber alle 4 Kreaturen sind irgendwohin in Richtung Süden gelaufen. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache oder wo diese ungehorsamen Kreaturen hinlaufen. Solltet ihr etwas herausfinden, lasst es mich wissen, ja? Roman hat mir erzählt, dass ihr viel über Lovis wisst. Ich weiß nicht wirklich viel. Sein Leben war geheimnisumwoben und er starb schon vor langer Zeit. Ihr habt sicherlich von seinen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld gehört. Das ist allgemein bekannt. Ich weiß jedoch ein bisschen mehr. Zum Beispiel, obwohl er eigentlich seinem Meister Maxos, dem Drachenmagier, dienen musste, zeigte er seinen Gehorsam nur gegenüber Ouroboros, dem Drachengott. Und ich glaube, niemand weiß noch, dass der Dämon Baal es war, der dieses Tal brandschatzte, was zu seinem endgültigen Niedergang führte. Wer ist dieser von euch erwähnten Maxus? Möglicherweise war er der mächtigste Magier, den es jemals gab. Und er wurde von den Alten, den Drachen, begünstigt. Einige Drachenritter dienten ihm wegen seiner unübertroffenen Macht. Lovis war wohl einer von ihnen. Im Tal steht ein Tempel, der einzig und allein Maxus zu Ehren erbaut wurde. Seine Gefolgsleute lebten dort, genauso wie die angehenden Drachenritter. Hunderte Jahre ist es nun her, dass er eines Tages verschwand und man nie wieder etwas von ihm hörte. Der Tempel ist verschlossen und geriet größtenteils in Vergessenheit. Wie ist das dazu gekommen, dass ihr euch für die Wiedererweckung der Toten interessiert? Es war nicht die Faszination für das Grauen, sondern für das Leben. Der Sieg des Lebens über den Tod. Erst nach dem Studium der Nekromantie wurde mir klar, dass die meisten Interessierten dieses Wissen nur aus krankem Eigeninteresse anwenden, wofür es so berüchtigt ist. Dennoch war ich immer noch davon überzeugt, dass die Erschaffung von Kreaturen mit Würde vollzogen werden könne.
weswegen ich nur unter diesen Gesichtspunkten praktiziere. Lass uns eine Kreatur erschaffen. Ich zeige euch, wie ich arbeite, aber ich werde diese Kreatur nicht freilassen. Sie würde auch nur weglaufen. What the fuck? Okay. Seid gegrüßt, Drachentöter. Ich zeige euch, wie ich arbeite. Aber ich werde diese Kreatur. Also kann man seine Kreatur erschaffen anscheinend. Na dann, viel Spaß dabei. Und stell dir nächsten Case Gladimir auf. Wenn du so gut bist. Oder so nett wärst. Nekromant. Nekromant aus Random Band. Guck mal hier in die Falltür. Quicksave! Hallöchen. Der Sieg ist mein. Was haben wir hier denn? Geld? Für mich? Oh, wie nett! Oh, bah. Stirb, Goblin! Noch nicht. Noch mehr Geld. Na, verdammt. Das sitzt fest. Ich brauche einen Schlüssel. Haben wir hier denn ein Schlüssel? Schlüssel. Jetzt. Quick save. Scheint mir eine Art Labor zu sein. Elfische Erzählungen. Okay. Hübsch.
Ja, da wollte man seinen Thron gehabt. What the fuck, was war das? Ach so, die Lampe. Hoch mit mir. All die Poltergeister, sag ich dir euch. Poltergeister sind das. Die gerade rumtrommeln. Aha. Quicksave! Die Strömung kann mich nicht aufhalten. Ich bin schwer wie ein Stein. So, Quick Save. So, nach diesem Gespräch hier, ne Leute, ist alles wieder blind. Nein, nicht noch jemand vom Orden. Von dem Gesindel hatte ich heute schon genug. Eine Klinge. Ich habe sie im Kampf verloren. Möge der Finder Roda mit meiner Waffe qualvoll niedermetzeln. Wenn ich noch bei Kräften wäre, würde ich euch wie die anderen Drachentöter aufschlitzen. Ihr erbärmlichen Soldaten. Lasst mich einfach nicht in Ruhe. Aber Roda. Sie kämpft wie ein besessener Dämon. Und das Schwert. Es birgt eine Macht, die selbst das Leben von Talana, der letzten Drachenritterin, auslöschen könnte. Wow. Der letzte Drachenritter wird sterben. Ich kann euren Trauer und Wut nachvollziehen. Tatsächlich. Ein Drachentöter mit Herz, der durch den Schleier vor den silbernen Augen hindurchsieht. Sicher nicht. Die Dummheit der Menschen ist tragisch. Da jagen sie die großen Alten, aber lassen das wahre Böse außer Acht, das sich erneut darauf vorbereitet, an die Macht zu gelangen. Lasst mich euch den lauernden Fluch zeigen, der eines Tages erneut die Herrschaft über diese Welt anstreben wird.
Oh, ich bin Drache. Cool. Ich bin ein Drache. Wow. Der so geil schweben kann, dass die Schwerkraft ihm überhaupt nichts antun kann. Aber es ist ein Spiel. Wie fühlt sich das an, Drachentöter? Wie ist es, wenn man sich plötzlich im Körper derjenigen Kreatur befindet, die man abgrundtief hasst? Ihr solltet euch besser daran gewöhnen. Ich übertrage die Essenz meines Wesens auf euch. Ihr seid nicht länger ein Drachentöter, sondern als Drachenritter neu geboren. Okay, lasst mich kurz nachdenken. Ich werde zum normalen Drachentötler Akademiker zum Drachentöter wiedergeboren, neugeboren und dann werde ich eine kurze Zeit zum Drachenritter neugeboren. Also das ist irgendwie ziemlich schnell. Also Ziel ist nicht eure Stärke, ha? Seht ihr diese schrecklichen Bauten? Das sind die perversen Apparaturen Damians, der wahren Geißel Revelans. Cool. Ich liebe Drachen. Mit meinen Kräften übertrage ich auf euch auch meine Mission. Damians Vernichtung. Das Vermächtnis eines Zeit aufzuwachen, meine schlafende Schönheit. Du hast lebhafte Träume. Die kleine Szene hat mir gefallen. Ein Drachentöter wird zum Drachenritter. Diese bittersüße Ironie. So köstlich wie geronnenes Blut. Aber ich warne dich, kleines Küken. Solltest du versuchen, Talanas Traum zu erfüllen, wird unserer nächsten Begegnung mit Sicherheit nichts Süßes innewohnen. Erste und letzte Warnung. Vergiss das nicht. Halt! Hey, Gandalf! Bleibt bitte einen Moment stehen und lasst mich euch ansehen. Ja, 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 gut. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Die wenigsten haben nach einer Begegnung mit dem Verdammten so viel Glück. Die Begegnung... Und werde ich nach einer Begegnung mit euch ebenfalls glücklich sein? Oh ja. Seid beruhigt, ich bin auf eurer Seite, mein Freund. Aber eins nach dem anderen. Ich bin Zandalor, Zauberer, Gelehrter und die berühmteste graue Eminenz dieser Welt. Bis ich in Ungnade fiel, weil ich nach dem großen Krieg die Drachen vor den Klingen der Drachentöter beschützt habe. Und was für der berühmte Zandalor von mir? Wie auch Damian habe ich euren Traum gesehen. Deswegen bin ich gekommen, um euch zu helfen. Denn Talanas Worte könnten nicht wahrer sein. Damian muss besiegt werden.
Dazu müsst ihr aber zuerst viele Gefahren meistern, während ihr danach strebt, die Kräfte freizulegen, die in euch schlummern. Ihr erkennt es zwar vielleicht noch nicht, aber wir befinden uns an einem Wendepunkt der Geschichte Rebellons. Und wie ihr mit Talanas Vermächtnis umgeht, wird das Schicksal jedes Lebewesens auf dieser Welt prägen. Mit diesen prophetischen Worten muss ich euch nun verlassen. Aber zuerst möchte ich euch einen Ratschlag für euer weiteres Vorgehen erteilen. Ersucht Lord Lovis hier in seinem Turm um Hilfe. Sein Geist wird Licht in das Dunkel bringen, das euch umgibt. Und jetzt muss ich gehen. Vieles muss getan werden. Sehr vieles. Aber wir sehen uns wieder. Seid euch dessen sicher. Bevor ihr geht, würde ich gerne wissen, warum ausgerechnet ihr denjenigen helft, die göttlichen auf dem Gewissen haben. Die Wahrheit und unsere Vorstellung von der Wahrheit sind zwei verschiedene Faschungen. Später werdet ihr wissen, ob oder jene euch auf eurem Weg begleitet hat. Verratet mir. Bin ich wirklich ein Drachenritter? Ja, das seid ihr. Doch das bedeutet noch nicht, dass ihr Drachengestalt annehmen könnt. Das ist eine komplizierte Angelegenheit, über die euch Lovis mehr erzählen kann. Ich habe genug gehört und werde mich zugleich auf aufmachen zu Lord Lovis Turm. Sehr gut. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Das Land braucht euch. Jetzt kennt ihr euren Feind und den dunklen Weg, der vor euch liegt. Doch ich werde da sein, um euch zu führen, solltet ihr zu weit von eurem Weg abkommen. Aber Zandalor hatte recht. Ihr müsst Lord Lovis finden. Sagt ihm, dass ich es war, die euch geschickt hat. Und er wird euch sicher helfen. What the fuck, Alter? Guck mal, wie hoch... Alter, auf einmal kann ich übelst weit hochspringen. Für einen Drachenritten, Drachenritter, Töter. Guten Tag, Drachentöter. Willi ist mein Name und verkauft mein Geschäft. Klingt ja ganz fantastisch. Ihr habt mich schon fast überzeugt. Das ist Musik in meinen Ohren. Bald bin ich noch reicher. Allerdings sollte ich mein Versteck bei den Goblins in der Nähe der Minen auflösen. Ich bin Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Trümmertal und wüsste schon das ein oder andere Objekt, das perfekt zu euch passen würde. Zuerst hätten wir das Folushaus im Dorf. Er muss es wegen Spielschulden verkaufen. Oder aber ihr kauft ein Stück Land und lasst darauf ein Haus nach euren Wünschen bauen. Wofür entscheidet ihr euch? Ist ein neues Haus nicht zu teuer? Etwas ja, aber es ist den Preis wert und ihr müsst nur die Hälfte anzahlen. Der Rest hat noch Zeit. Gut, einverstanden. Ja. Hervorragend. Ich kümmere mich um den Papierkram und werde euch alsbald die Besitzurkunde überreichen. Es war mir eine Freude. Wer hat mich verarscht? Alle Gescheiße. Stirb, ihr Skelette. Alle Gescheiße, sonst sind ganz schön viele Skeletten.
unterwegs. Viel zu groß. Dieser verdammte Leutnant. Ich helfe euch. Heilige Scheiße. Er ist wirklich viel zu groß. Und viel zu stark für mich vorerst. Ich hab den Männern wirklich in den Tod geschickt, ey, scheiße. Ich hab die Männer in den Tod geschickt. Ich fühle mich gar nicht gut. Ja, nee, ist klar, meine Freunde. Och ne, ich muss jetzt nicht die Vision nochmal wiederholen, ey. Leute, ich mache einen kurzen Cut und dann kommen wir wieder, wenn welche Vision hinter mir habe.